Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Special-Ausgabe nochmal hier mit mir, dem Herrn Gleich. Ich denke, das ist schon ziemlich wichtig, dass ich mich nochmal an euch alle jetzt hier richte. Geht nochmal um das, was da so passiert ist und zu meinem Video, das ich da gestern gemacht habe, von dem ich vorher noch... Ja, da war ich noch sehr, sehr skeptisch gewesen, ob das richtig ist, was ich mache. Und habe auch stark dran gezweifelt, hatte auch so ein bisschen Sorge gehabt, dass im Nachhinein vielleicht dann hinter beide Gilden leer sind. Aber ich muss echt sagen, also ich bin echt total begeistert von unserer Community, von euch, dass ihr durch die Bank weg so hinter mir gestanden habt oder hinter mir steht und hinter dem, was ich da getan habe. Und dass es so viele Likes auch darauf gab und so viel Zuspruch und so viele Kommentare. Was ich nicht wollte, war, dass es dadurch noch mehr Stress gibt in den Gilden. Und eigentlich muss ich sagen, es ist doch relativ gut abgelaufen. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht von euch allen. Also ich meine, ihr habt eigentlich das bestätigt, was ich die ganze Zeit von euch gedacht habe, ja. Das finde ich ziemlich geil. Man muss sich das so vorstellen. Ich meine, wir sind eine schon meiner Meinung nach eine besondere Community. Die so, weiß ich nicht, ob es das so in der Form nochmal gibt jetzt. Kann ich nicht beurteilen. Es gibt es mit Sicherheit irgendwo, keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, ob es das in der Form so in Animation Throwdown nochmal gibt, wie wir das hier momentan machen. Also, dass wir eben nicht nur da in dem Gilden-Chat uns teilweise austauschen, sondern dass wir auch diese Line-App haben und dass da richtige Freundschaften zusammengewachsen sind und dass man sich untereinander kennenlernt und das ist das Verrückte daran. Wir haben ja insgesamt knapp 100 Leute über zwei Gilden verteilt und die sind unterschiedlicher Altersstufen. Wir haben von ganz kleinen, wie jetzt zum Beispiel, ich denke mal, unser Jüngster ist, glaube ich, sogar der Christoph. Der Nüsse. Nüsse! Ja, und der Älteste bin, glaube ich, ich. Mein Alter wird jetzt nicht verraten. Dann haben wir verschiedene Charaktertypen, logischerweise. Ja, und wir haben querbeet durch alle Schichten haben wir Leute in der Gruppe und das ist in einer anderen Gilde, sage ich mal, vielleicht weniger ein Problem, wenn jeder einfach nur für sich spielt und alles so relativ anonym ist und keiner mit dem anderen großartig kommuniziert. Bei uns ist es so, dadurch, dass wir eben diesen Line-Chat haben, haben wir, sage ich mal, so um die 70 Leute in etwa, die sich über zwei Line-App-Gruppen miteinander austauschen. Und das finde ich geil. Also das finde ich echt geil, dass es eigentlich bis jetzt immer ziemlich gut gelaufen ist. Also, und das möchte ich auch so wieder haben. Also das ist so meine Wunschvorstellung, dass wir alle
Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft, das ist das Gaming. Und wir haben ein gemeinsames Spiel. Manche spielen auch gerne mal Minecraft und andere spielen Clash Royale und was weiß ich nicht was. Aber wir haben jetzt hier halt dieses gemeinsame Spiel Animation Throwdown. Ja, und ich würde mir wünschen, dass wir es eben ganz normal zusammen weiterspielen und dass die Gruppe so zusammen bleibt. Und ich bin total, wie gesagt, also ich finde es krass, wie es momentan alles ist und und den Zuspruch finde ich auch. Also hat mich teilweise echt sprachlos gemacht. Ja, möchte mich jetzt auch noch mal an die drei richten, die eigentlich so mit der Auslöser waren für dieses Video gestern. Ja. Also der Tetsuo und eben der Brownie und der Garden. Ja. Ich möchte, dass ihr drei wisst, dass ich dieses Video nicht gemacht hätte. Das habe ich euch auch nochmal in der Line-App geschrieben. Tetsu hat es natürlich dann nicht mehr gelesen, aber auch an dich, Tetsu. Ich hätte dieses Video nicht gemacht, wenn ihr irgendwelche x-beliebigen Spieler gewesen wärt. Also irgendwelche, ja, keine Ahnung, also wenn ihr mir nicht wichtig gewesen wärt, in irgendeiner Form, hätte ich dieses Video nicht gemacht. Ihr drei seid Personen, die für lange Zeit wirklich diese Gilde mit ausgemacht haben. Also Tetsu weiß, ich habe dich immer sehr, sehr hoch gelobt und hoch gehalten und so weiter. Und dein Name wird immer irgendwie in Erinnerung bleiben bei der Gilde. Ja? Also der Tet, ja, der Olymp, den ich abgerissen habe, der ist nicht spurlos an uns vorübergegangen. Du wirst immer irgendwo, also dein Name ist bei uns in Stein gemeißelt, kann man so sagen, ja. Tetsuo und Animation Throwdown, Tetsuo und so fort und gleich. Und ich muss auch, das habe ich dir auch unten unter deinen Kommentar nochmal geschrieben. Also Tetsuo hat auch nochmal einen Kommentar unter das Video geschrieben. Ich muss dich auch nochmal nachträglich für deine Reaktion darauf loben. Das zeigt mir, dass du eigentlich ein wirklich, also was heißt eigentlich, ich wusste das, jetzt wissen wir ja alle, dass du ein sehr, sehr starker Charakter bist, ja. Es war dann auf der anderen Seite wahrscheinlich auch einfach das Problem, dass du zu stark warst. Also dein Charakter zu stark für uns oder für mich oder für, keine Ahnung, wie man das jetzt bezeichnen soll. Aber nichtsdestotrotz, also Tetsuo hatte ja unter das Video auch geschrieben, dass er mir nicht böse ist für meine Reaktion und dass ich das Richtige gemacht hätte für beide Gilden. Und das ist, dieses Statement bedeutet mir viel von dir. Und ich habe es auch drunter geschrieben. Also ich hatte dann auch schon ein bisschen Wehmut, als ich das gelesen habe. Aber ich denke, wir wissen beide, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist. Und ich habe auch gesehen, dass du schon eine neue Gilde gefunden hast. Also das hat dann auch schon jemand in unseren Line-Gilden-Chat reingeschrieben. Also insofern, dass es dann nochmal Kritik gab von Rilo Zen und dass ihr beide euch da gezofft habt, fand ich jetzt weniger schön. Ich habe nie behauptet, dass dein Deck schlecht ist. Das habe ich auch nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass meins meiner Meinung nach nicht Trotz sein kann, wenn ich dich nicht zweimal First Hit hätte hintereinander besiegen können. Und ich
möchte eigentlich auch nicht, dass es da in irgendeiner Form deswegen Stress gibt oder so. Ja. Das Video sollte eine Klarstellung sein, warum es mir die letzten Tage, was mich die letzten Tage unendlich beschäftigt hat und dass ich gerne möchte, dass wir einen besseren Weg jetzt einschlagen, einen guten Weg einschlagen und dass ich gerne möchte, dass Ruhe reinkommt in die Gilden und dass ich gerne mit euch weitermachen möchte und dass ich aber von euch wissen möchte, ob ihr das auch mit mir wollt und das hat das Gefühl habe ich jetzt bekommen. Also das ist, also ich bin, wie gesagt, ich bin total begeistert von euch. Dann möchte ich mich an Brownie richten. Brownie, ich hatte von vornherein schon das Gefühl bei dir, dass du in der Situation einfach quasi ein Mitläufer gewesen bist. Ja, und das hängt auch mit deinem Alter zusammen. Ronny ist ja 13 Jahre alt. Und du weißt, ich habe es dir jetzt schon auch geschrieben im Line-Chat. Ich bin dir nicht mehr böse, okay? Papa gleich ist dir nicht mehr böse. Ja, als ich deine Kommentare zum Schluss jetzt, also unter dem Video und in Line gelesen habe, da hat es mir echt fast mein Vaterherz zerrissen, muss ich ehrlich sagen. Also ich hab hier gesessen und habe, wow, ich habe wirklich ein paar Mal tief durchgeatmet und mir hat richtig regelrecht das Herz geblutet. Ich kenne solche Situationen auch vom Herrn sofort, ja. Wo ich auch konsequent was durchgezogen habe. Und ich bin der Meinung, das war dann auch notwendig gewesen. Und trotzdem tut es dann einem Vater zum Beispiel wie mir, dem tut es dann trotzdem irgendwo weh, wenn er jemanden sehr, sehr gerne hat. Und das habe ich beim Herrn sofort und das ist bei dir genauso der Fall, das weißt du auch. Ja. Also die ganzen letzten Livestreams warst du ja immer mit dabei gewesen und gerade ihr zwei, ja, also der Herr Sofort und du, ihr habt ja die helle Freude daran, mich zu nerven. Mich wirklich zu, also ihr zwei, ihr versteht euch da wirklich gut, ja, und der Herr Sofort, der hatte auch, als es um dich ging, hat er auch gleich zu mir gesagt, also auf keinen Fall Brownie irgendwie werfen oder so. Auf keinen Fall Brownie werfen. Ja. Und da habe ich auch gesagt, das werde ich nicht machen. Das mache ich auch nicht. Ja. Aber ich muss trotzdem was tun, damit er merkt, dass es so nicht geht. Ja. Das ist, und ja. Also Brownie, am liebsten, nachdem ich deine Kommentare gelesen habe, hätte ich dich am liebsten durchs Internet zu mir gezogen, dich in den Arm genommen, er hat gesagt, alles gut. Das, ja, ich bin dir nicht mehr böse, das weweißt du hoffentlich auch. Und er hat dann gestern sogar noch aus der Schulpause raus, hat er mich, oder hat er nochmal geschrieben und da habe ich ihm das auch nochmal gesagt, also ist alles gut, Bonnie, ja. Wir haben halt ein paar Kinder auch bei uns in der Gruppe und das weiß ich auch also wirklich zu schätzen. Ich achte da auch drauf. Ja. Ja, wie gesagt, wir haben einen Christoph zum Beispiel mit 10 Jahren, wir haben einen Brownie mit 13 Jahren, wir haben auch Veni. Es ist in dem Alter mein Sohn, der Herr Sofort. Auch The Bektasch ist noch ein Kind. Ja.
Und ja, und es ist gerade auch ein Alter, was jetzt nicht so einfach ist. Ja, das Luca Passecke, ja, ist ein Alter, was nicht so einfach ist. Und ich weiß es selbst. Also ich mit 12 Jahren, 13 Jahren, alter Vater. Wow. Alter, mitten in der Pubertät, in der Zeit, wo die Eltern anstrengend werden. Und ja, dann fängt man an zu rebellieren ein Stück weit und manche Sachen lässt man sich dann auch nicht so gefallen und dies und jenes und schießt mich tot und entwickelt seinen Charakter und so, ja. Aber ich muss sagen, ich finde unsere Jungs cool, die wir haben. Ich bin unheimlich stolz auf euch. Ja, auch ein Petro Geli ist auch ein Alter vom Herrn sofort. Ja. Das ist ja sein Kumpel. Aber ich bin trotzdem auch streng. Auch wenn's Kinder sind, weil mir gesagt wurde, dass er eben noch ein Kind ist und dass ich ihm gegenüber zu hart gewesen wäre. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Ich habe ihn ja nicht in irgendeiner Form beschimpft oder so, das würde ich auch nie machen, sondern ich habe ihm einfach nur gesagt, dass eben diese Punktzahl, wie er da selber meint, eben, dass er die in der Elite-Gilde nicht erreichen kann, nicht erreichen wird. Ja, und eben ein paar andere Sachen noch mitkommentiert. Ja. Und dass er, ich habe ihm ja auch gesagt, dass gerade er jemand ist, der viel Spaß in unseren Livestreams hat. Also insofern sage ich mal, denke ich mal, war es so, wie es jetzt im Endeffekt ausgegangen ist, insgesamt gesehen, bin ich hell, also ich bin wirklich sehr überrascht, auch über eure Reaktionen und sehr zufrieden und sehr glücklich auch darüber, dass ihr so hinter mir steht und möchte jetzt dieses Thema gerne abschließen. Ja, ich will das vom Tisch haben und gut, ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie Garden insgesamt damit umgeht. Er ist musste meine Sachen auch erstmal sacken lassen. Und ich ihm geantwortet, ich musste mir das von euch auch erstmal sacken lassen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass wir jetzt hier alle wieder gemeinsam zusammenwachsen, weiter zusammenwachsen und es wird immer mal irgendwelche Differenzen mit Sicherheit geben. Das bleibt nun mal nicht aus bei 100 Leuten, die eben nicht einfach nur in der Gilde sind, anonym und nichts machen, ja, also beziehungsweise einfach nur spielen und nicht miteinander kommunizieren, sondern wir kommunizieren miteinander und das macht es eben aus. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn 100 Leute aus verschiedenen Altersgruppen und so weiter und wenn die miteinander, ja, reden. Und ich find's immer wieder schön, in den Line-Chat reinzuschauen. Und ich find's immer wieder toll, wenn ich lese, wie ihr euch austauscht, ja, und eure Erfolge, wenn ihr eure Erfolge dann erzählt und was ihr erreicht habt und so. Und es ist einfach nur, ich find's einfach nur geil. Ich finde es einfach nur geil und ich möchte, dass das so bleibt. Ja. Und dann möchte ich noch was sagen. Also es hat auch auf der anderen Seite bei dem ganzen Negativen kamen jetzt auch noch ein paar, es kamen wieder neue Leute mit hinzu. Zu uns. Und ich bin mal gespannt. Also wir haben jetzt auch wieder jemand Neues. Den möchte ich mal ganz kurz hier zeigen. Das ist der Skate for High. Ja. Der mit seinem Kumpel kommt. Oder eventuell vielleicht sogar mit zwei Kumpels. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Natürlich soll ich beurteilen. Das müssen wir mal schauen. Na, er will nochmal mit seinen alles abgeschnitten.
Genau, mit seinen zwei, also mit seinem zweiten Kumpel da sprechen. Und dann so. Und beides coole Typen. Also zumindest Miles Escate for High. Seinem Kumpel habe ich jetzt noch nicht so viel mich ausgetauscht. Sie nicht so wirklich kennengelernt. Lass uns mal einen Blick auf die aktuelle Gilde werfen, wie es momentan aussieht bei uns. Da haben wir jetzt aktuell eben hier ein Dietronic beispielsweise, Marvel 500, der Nero, der Lo, der momentan von Ceci gespielt wird. Ich möchte heute Abend mal irgendwie noch mit Ceci in Kontakt treten, dass wir jetzt endlich mal seinen Account wieder hinbekommen. Der Luca Passiger, der Herr Bausen, der Braun, da ist er, der Brauni nervt, vor 28 Minuten wieder online gewesen, der Ivo Bahnsahand, der uns vorhin auch nochmal geschrieben hat, dass er auf jeden Fall wieder mit dabei ist. Puschel müsste sich nochmal irgendwie bei mir melden. Also, weil ich möchte gerne mal wissen, was jetzt mit aus seinem Alexander NOH-Account geworden ist. Les B, der Veni, also Les B ist, na, müssen wir mal gucken, hat sich aber bis jetzt noch nicht gemeldet. Der Garden, El Sola, Juju Di Laurentiis ist ein neuer, der sich aber jetzt schon gemeldet hat. Ich habe jetzt mal in die Gruppe reingeschrieben, ich möchte gerne wissen, wer von den Neuen wirklich aktiv jetzt bei uns mit dabei ist und wer vor allem den Chat liest. Ja. Da hat sich jetzt Juju Di Laurentiis gemeldet, der will auf jeden Fall mitmachen, ist cool. Wir haben hier Bessie, Jumper, Johnny Bauer, Jordan, FIFA Pro, dann haben wir hier diesen André, von dem habe ich jetzt noch nichts gehört, Daniel, Kimberly, das ist jetzt mal vor 3 Stunden, Skate High, da ist er, Harlequin, das ist sein Kumpel. Ja, und wenn man da reinschaut, Skate vor, Skate High, 22 Legis, 58 Epics. Wow, bin ich gespannt, wie das Ganze wird. Also wir haben uns entschieden, dass die beiden auf jeden Fall mit reinkommen. Da ist Nüsse der Christoph, Gamer Guy, Zidane and Lon. Ich habe jetzt noch nichts von gehört. Dein Vater, Gambigo, Michael, Mikael, Geminator, Tim G, Moritz, Kursio, Eat Fresh Food, Wasser, war das letzte Mal vor 17 Stunden online, WMW, Rock Dad, Deniska, das sind jetzt zwei, Rock Dad und Deniska sind zwei, die, von denen wir bis jetzt noch nichts gehört haben. WMW hoffe ich, dass er nur jetzt einen Tag mal pausiert. War mit einer der Aktiven immer. Fishy, McFreezy, Greg Fiesen. Ich hoffe auch, dass Fiesen irgendwie wieder online kommt. Greg ist auch jemand Neues gewesen. Wundert euch nicht, dass da jetzt die paar Inaktiven stehen. Ich muss dann jetzt langsam mal anfangen, hier herauszufinden, mit wem wir in den nächsten Rumble reingehen, mit wem wir weitermachen. Deswegen habe ich jetzt erstmal hier in diesen Chat reingeschrieben, wer von euch liest denn überhaupt den Chat? Und wer reagiert überhaupt darauf? Weil das ist für uns schon wichtig. Ich meine, ich kenne den Kern unserer Truppe, den kenne ich und weiß, auf wen ich mich verlassen kann und wer mitmachen will und so weiter. Aber von den Neuen, die jetzt zufällig mit reingekommen sind, das weiß ich natürlich nicht. Und da möchte ich gerne einfach von denen mal wissen, was los ist, wie, was, wo, ja. So, das jetzt erstmal dazu. Sobald ich das weiß, wer von diesen Neuen hier mit dabei ist, ich habe denen eine Frist gegeben, bis heute Nacht irgendwann sich zu melden. Fangen wir an mit dem Wechsel von den einzelnen Spielern. Und ich wünsche mir jetzt einfach mit euch zusammen eine coole Zeit. Ich werde jetzt mal gegen unseren neuen Skate High kurz mal ein Match machen. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank an alle. Und wie gesagt, Brownie, du bist für mich wie, ja, also am liebsten hätte ich dich hier direkt als Sohn neben dran. Okay? Alles gut und ich bin dir nicht mehr böse. Oh, ach so, jetzt haben wir ja dieses neue Event hier. Jetzt könnte ich natürlich, hier ist Ballmädchen, jetzt könnt ihr mal gucken, was da für ein Monster draus wird aus dem Ballmädchen.
Oder aber ich fange einfach an hier mit der Ringkarte und dann guckt euch mal an, was daraus wird. 12, 32er Karte. Ja, die einfach nur richtig, richtig krass ist. Ja. So, ich will mal hier kurz die Gaskarte, ich will mal wissen, was passiert. Ah, jetzt hab ich die Peggy. So, mit was kommt er da hinten? Wasserpistolen Steve und Baseball Bobby. Ich habe jetzt hier meine fallende Peggy. Und dann gucken wir mal. So, den ersten Schaden hat der Wasserpistolen Steve jetzt schon bei mir angerichtet. Aber, das ist natürlich auch krass, ne? Wenn ich jetzt hier 25, 49, der haut ja überall durch. Aber das macht doch die Ringkarte alleine. Was ist denn da vorne passiert überhaupt? Tina ist, na, ist okay, ist weg. Gut, jetzt wird es Zeit, hier tatsächlich mal ein bisschen mit dem betrunkenen Peter am besten. Ja. Nehme ich mir das vor. Und jetzt haben wir ihn dann auch gleich nachher noch mit Burns Ball. Boah, die einäugige Ballkanone. Alter Vater, was ein Monster. 31, 36. Ja, ich hoffe auf eine coole Zeit jetzt, ja, und ich möchte jetzt wieder mit euch richtig durchstarten und ich will, dass wir irgendwie jetzt uns wieder vertragen alle und dass wir wieder zusammenkommen. Und ich habe echt Bock auf euch. Ja, und ich danke allen, die hinter mir stehen. Ja, also das musste jetzt einfach nochmal loswerden. Und ja, dann wünsche ich euch allen jetzt erstmal einen schönen Tag. Und ab sofort wird es dann wieder eben normal Videos geben. Ich werde jetzt eine neue, ich habe mir überlegt, was werde ich jetzt in Zukunft anders machen. Und wie kann ich trotz allem das Ganze wieder für euch, also immer, ich überlege mir immer nach wie vor, was kann ich machen, um es interessant zu halten, jetzt Folgendes machen. Ich werde mir so einen kleinen Zufallsgenerator programmieren. Geht ruckzuck, das ist eine Sache, die ist relativ schnell gemacht für mich. Und dann wird es dann eben entweder werde ich dann eine Challenge spielen oder ich werde eben in der Arena kämpfen oder ich werde eben Abenteuer farmen oder ich werde eben gegen irgendwelche Mitglieder von euch kämpfen. Also es wird entweder so und so ein Mitglieder Kampf geben, also sag ich mal, wo ich gegen drei verschiedene Mitglieder kämpfe im Video. Und auch da werden die Mitglieder dann zufällig ausgewählt werden, ja, der Zufallsgenerator. Dann eben, wo ich im Abenteuer farmen werde oder solange es noch geht. Arena, mit welchem Charakter? So werde ich das machen. Dann haben wir regelmäßig auch da wieder neuen Input, da gibt es immer wieder was Neues. Also, ich denke mal, so wird es dann auch interessanter. Was die anderen Spiele anbelangt, werde ich das ähnlich machen. Also, ihr wisst ja, dass ich immer noch irgendwelche anderen Spiele nebenbei gezockt habe und dazu Videos gemacht habe. Da wird es dann auch per Zufall, wird dann irgendein Spiel ausgewählt werden, von denen, die ich gerne immer gespielt habe, regelmäßig gespielt habe. Und also wenn jetzt nicht gerade irgendwas total Außergewöhnliches ist, ne, also wenn jetzt natürlich irgendwie mal so eine Special-Aktion ist, dass es eine Sonderkarte gibt oder so, ne, dann werde ich natürlich da das nicht per Zufall machen oder wenn ich irgendwie eine Kartenvorstellung mache oder so. Ne. Aber ansonsten wird es eben solche zufälligen Videos geben, zufällig werden die Spiele ausgewählt. Da werden dann natürlich auch wieder einige alte Sachen nochmal auf den Tisch kommen und auch wieder neue Sachen mit hinzukommen. Und so denke ich mal, wird das Ganze wieder ein bisschen Pep reinbekommen, ein bisschen interessanter werden, die Videos werden kürzer werden dann.
Also für diejenigen, für die die Videos zu lange auch gewesen sind immer. Kürzere Videos, mehr Abwechslung. Ja, und hoffentlich auch wieder mehr Zusammenhalt in den Gilden. Und ich bin, wie gesagt, ich bin stolz auf unsere Community und ich bin glücklich, dass wir so tolle Leute haben. Und ich danke euch allen nochmal vielmals. Ja? Also macht's gut, bis dann und tschüss.